Ja, und was uns natürlich brennend ist, interessiert ist, wie hat es unseren Ehrengästen gefallen? Da werde ich mal zwei Reihen umgehen. Anni Möchke, der Karalista. すっごい楽しくて、もう終わってしまうかと思うと非常に残念です。また呼ばれる機会がありましたら、ぜひ来たいと思います。Also, Herr Müller sagt, es hat ihm total gefallen und er ist sehr traurig, dass jetzt schon zu Ende ist. Und sobald er wieder zum nächsten Anni Möchke gerufen wird, wird er auf jeden Fall wieder herkommen. Super. Ich muss auch mal sagen, dass der Mirata bis eben gerade wirklich noch beinharte Arbeit geleistet hat, indem er noch für seine Fans Skizzen und Zeichnungen angefertigt hat. Nochmal ein Dank dafür. Es ist Mishima. ドイツもこんなにアニメーションで盛り上がっているというのをこう間近に体験できてとても感激しました。Also er sagt, hätte nicht gedacht, dass ihr Deutschland so gut feiern könnt und deshalb und freut es sehr. これは毎度楽しいです。みんなはどうかな。Also Herr Murata ist jetzt schon zum vierten Mal hier und hat sich natürlich wieder, hat total viel Spaß und fragt, wie es euch gefallen hat. Frau Nakajima freut sich vor allem, dass sie jetzt noch zu der Abschlussfeier so zahlreich erschienen seid und bedankt sich nochmal ganz herzlich. Also für ihn ist es wie ein Traum, er ist jetzt zum zweiten Mal da und er bedankt sich nochmal ganz herzlich. Letztes Jahr konnte er leider nicht kommen, diesmal komplettiert er sozusagen das Okawajima-Zeichen. Und natürlich hat es ihm auch sehr, sehr gut gefallen und so nette Menschen zu treffen, bedankt sich ganz herzlich. もう日本に帰るのが面倒くさいのでこのまま来年のアニマジックまでいることにします。でうちの新しいスタッフも今後ともともよろしくお願いします。私は日本のファンなんですけど、アニメのこうしてドイツでもたくさんのファンの方がいることに驚き、嬉しく感じます。Wieder so gut gefallen und dass es ihm viel zu anstrengend ist, wieder nach Japan zu fahren. Bleibt direkt bis zum nächsten Jahr in Deutschland. Bis zum nächsten Jahr. Dieses Jahr hat er auch seine Assistentin von Mirsa mitgebracht und ihr hat es auch besonders gefallen, vor allem auch, dass die deutschen Fans so gut mitgearbeitet haben. Also ich muss sagen, dass eine Magic immer wieder eine schöne Erfahrung ist und die Leute irgendwie sind irgendwie glücklicher und ich habe selten Menschen gesehen, die
die mit so viel Freude so viel Geld ausgeben. Okay, dann begrüßt jetzt mit mir
流星。Junge Frau und die Fans von Bloody Bell.
die treten nämlich jetzt gemeinsam auf. Dann dann mal einen Applaus.
Pause. Jetzt kommt nämlich Chibi Chibi XXX. Okay, wir brauchen die drei besten, größten Final Fantasy 2 Spieler oben in der Technik. Aber nur die besten. Drei Leute bitte hoch. Okay, wenn keiner will, dann kann ich gerne Leute aufrufen. Wer hat es gemeldet? Final Fantasy 2? Moin bitte. Na, haben wir schon drei? Haben wir einen?
Only music show, huh? Wir haben gestern einen Konto umgegeben, gibt es das noch? Ein Konto hat umgegeben. Konto umgegeben. Das ist das große und schwarze Buch, wo gesagt hat, jeder darf sich eintragen und teilnehmen. Genau, egal. Wenn es nicht da ist, egal. Ja, wenn ihr es habt, weitergeben, reinschreiben lassen und nochmal weitergeben. Wenn es voll gewesen wäre bis jetzt, wäre auch schön. Egal. Nein, ich habe E-Mail versteigert. Ihr könnt auch auf E-Mail weiterreichen, wenn man jemals einen Gewinn von 10 Euro hat. Wir sind in der Halle etwa 500 Personen, 1000 Personen, das Jahr 365 Tage. Die Wahrscheinlichkeit, dass hier jemand ist, der Geburtstag hat, ist sehr wahrscheinlich. Wer hat jetzt heute Geburtstag heute? Von Ihnen abgesehen. Wer hat heute Geburtstag? Hat irgendjemand Geburtstag. Okay, irgendjemand Geburtstag? Nein, heute. Nicht morgen, heute. Egal. Auf jeden Fall, Ina hat Geburtstag. Und sie steht da schon im Schätzchen, ist ja egal. Was wir nicht wissen ist, Ina spielt auch im Moment und spielt das soll was. Leider ist unser Bassspieler heute nicht da. Also sagten wir, darüber reden wir. Wir wollen also, dass es Ina heute ein Geburtstagsschätzchen für alle Leute, die heute Geburtstag haben, spielen. Ich bin mir sicher, die Zeit dann auch spielen. Ich zu fragen an, was denn wirklich an der
fest und es wäre schwer. Man würde Jahre lang und mehr, wenn ich sogar noch länger, wenn ab hier ein anderer wär. Aus der Verbreite, die besessen, Ökonomia geht zu. Und Körper schlägt, wer wird gegessen? Und der Fester kriegt man nur. Ein Lachen wäre es in der Röhrin, könnte nur was sein, wie er. Mache Pam ein Wanderer, wer uns ein ordentlich begehrt. Wenn ab hier ein Wanderer wär, aber die Lese schonen ein, dass die Hände ein Zerfein. Adam Busch, die will uns schon, spielt in leidenschaftlich rum. Schäm dich du, Johann, seine Sprache der Freude.
hat der Bonn noch ein bisschen, ich rede noch ein bisschen. Aber die läuft sehr schnell. Reicht noch einmal. Ich bin begeistert. Gestern haben wir Videos einstudiert und ich bin mir sicher, das können wir toppen, wenn ihr wollt. Wenn ihr nicht wollt, dann braucht ihr auch sehen. Aber wir können es nochmal sehen. Ihr müsst immer mitsehen. Wir können ganz schnell mal die Stimmen einproben. Gehen. Wenn ihr Lust habt. Okay, wir haben jetzt drei Gruppen. Die Männer, die sehen Bass, die kommen gleich. Dann die tiefstimmigen Frauen und die hochstimmigen Frauen. Also die Frauen, die gerne jetzt tief singen wollen, die Frauen, die jetzt gerne Bass wollen. Okay, die tiefstimmigen Frauen, wer auch immer das sein mag, sehen bitte. Wimbo-wing, a 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 wimbo-wing. Okay, das klingt prima. Ja, wunderbar, sehr schön. Das klingt schon lauter. Die hochstimmigen Frauen. A wimbo-wing, a wimbo-wing, a wimbo-wing, a wimbo-wing, a wimbo-wing, a wimbo-wing. Lauter, lauter, ihr seid die Menschenbesucher. Okay, ihr könnt mehr, ihr müsst aber noch an euch selbst glauben, okay, das schafft ihr. Das machen wir gleich. Dann sind wir beide zusammen. Ja. Thank you.
Danke. Ich zieh die Tasche raus. Gleich. Sag trotzdem mal tschüss. Der Danksagung. Ich danke allen Helfern, ihr doch hoffentlich auch. Ich danke auch vor allem Ricky, die mit mir auf der Bühne stand. Und natürlich euch. Ich möchte mich zurückgeben. Es war mal wieder toll, mit dir zusammenzuarbeiten. Hat super Spaß gemacht. Und ihr wart ein echt super geiles Publikum. Und wie seid ihr zufrieden mit Bonn? Bonn ist toll! Nostalgie ist was Schönes. Mallorca.
und ich hoffe auch, alles diesmal richtig gemacht zu haben. Ich habe euch vollsten zufrieden. Dann würde ich sagen, bitten wir mit einem großen Applaus alle unsere Helfer auf der Bühne.